Herzlich willkommen zu einem kleinen Tutorial dazu, wie ich das My Winter Car quasi installiert habe, also den Winter Edition von My Summer Car. Die Mod, die ist etwas schwieriger zu installieren, deswegen dachte ich, mach auch gleich mal ein Tutorial, während ich es installiere. Ihr bekommt die Mod hier, Link in der Beschreibung, ihr kennt das Spiel, müsst natürlich runterladen. Da drin, das soll so aussehen später. Wäre ja geil. Also ich habe es bis jetzt auch noch nicht geschafft, ich installiere es gerade selbst. Da drin liegend in der Datei ist eine README. Wir brauchen das Texture Importer Tool. Das bekommt man hier. Link auch in der Beschreibung. Hier einfach auf Download. Vergesst nicht, euch einzuloggen. So. Jetzt müssen wir das in den MSC-Ordner reinkopieren. Hier ein Texture Pack. Und hier ist mein My Summer Car Ordner. Also hier rein, denke ich mal. Also ich denke mal, wir entpacken das hier erstmal. Also ja, klar, stand da ja auch schon. Das da soll nicht im eigenen Ordner sein, das muss tatsächlich hier drin sein. Falls das schief geht, könnt ihr übrigens immer bei Steam die Daten überprüfen lassen, dann löscht ihr das wieder. So, also Backup the Share Assets Files empfiehlt er mir, was ja auch durchaus Sinn ergibt. My Summer Car Data Shared Assets. Hier, das sind alles Shared Assets. Ich denke mal, die kopiere ich einfach. Und pack die mal in irgendeinen Ordner. Muss ja nur ich wissen, wo die sind. Oh, die sind gar nicht mal so klein. Wir brauchen aus dem My Winter Car Ordner, die My Winter Car Main Ordner, hier sind die Shared Assets. Diese Dateien müssen hier in diesen Unity Assets Folder. Das bedeutet, ihr kopiert die da einfach rein. So, wenn wir jetzt das hier drin haben, führen wir jetzt den Texture Pack Importer ein. Aus meine ich. Jetzt Enter und jetzt importiert er diese Dateien da rein. Ich bin wirklich gespannt, ob das jetzt geklappt hat. Sehr schön. Also das dauert durchaus einen Moment. Denk nicht, dass er sich aufgehängt hat. Bei mir hat es jetzt so 2 Minuten gedauert. Und ich habe schon ziemlich guten PC, sage ich mal so. Okay, Enter, um rauszugehen. Jetzt sollten wir My Winter Car haben. Wollen wir mal sehen. Wie man sieht, hat es wunderbar geklappt. Wir haben hier sogar das My Winter Car Logo. Wir haben ein bisschen Schnee. Oder sind das Salzreste am Auto? Okay, ich nehme jetzt die Folge auf. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, denn das kommt ja danach. Das ist alles ein bisschen sehr verwirrend. Aber ich hoffe, es hat bei euch auch geklappt. Falls nicht oder falls ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Bis dahin, macht's gut, euer Loco.